darf unseren nächsten Referenten zu mir auf die Bühne bitten. Planung und Schutzmaßnahmen bei Bewegungsjagden. Dazu begrüße ich den Johannes Schisser. Er ist auch Meisterführer, Vorsitzender des Fachausschusses Hundewesen im Niederösterreichischen Jagdverband und hat einiges für uns vorbereitet. Johannes Schisser, bitte. Ja, auch von meiner Seite Weidmannsheil, auch unseren Landesjägermeister und dem Präsidium. Es freut mich besonders, dass der Jagdverband diese tolle Veranstaltung da inszeniert hat und auch durchzieht. Und es ist, glaube ich, wirklich ein Meilenstein im Jagdhundewesen in Niederösterreich und in ganz Österreich, so einen Jagdhundegipfel zu veranstalten. Mein Kurzreferat soll Einsatz des Jagdhundes bei der Bewegungsjagd. Das betrifft einerseits die Schalenwildjagd als auch die Niederwildjagd. Ich beginne ein bisschen mit der Schalenwildjagd. Wir haben verschiedene Jagdarten, wie sie Helmut Wölfle in seinem Buch aus 2003 Bewegungsjagden, Planung, Hundewesen und Auswertung schreibt. Die Trüg-, die Treib- und die Stöberjagd. Normalerweise, wenn wir beim Schalenwildjagen von einer Bewegungsjagd reden, gehen wir von den sogenannten Riegler aus, wo sich Hundeführer, Treiber in einem Trieb befinden. Wir kennen aber auch aufgrund der Definition von Wölfel die sogenannte Stöberjagd. Die Stöberjagd ist, wenn der Hund alleine im Trieb ist, wo keine Menschen mitgehen und sozusagen vom Stand geschnallt wird. Aber jede Bewegungsjagd ist grundsätzlich weitgerecht, weil wir suchen ja den, wir schicken den Hund ja raus zum Suchen, zum Finden, eventuell auch zum Stellen und zum in Bewegung bringen des Wildes, dass wir das als Jäger dann auch beschießen können. Im Gegensatz zu einer klassischen Hetzjagd, wo 20, 30 Hunde ein Stück Wild alleine versuchen zu hetzen. Und diese Bewegungsjagden haben halt stark zugenommen seit dem Schwarzwildboom. Das hat sich halt so geändert, wie auch der Präsident Walz schon in seiner Keynote gesagt hat. Wie gesagt, unsere Hunde jagen halt einzeln. Jetzt, wenn ich so eine Bewegungsjagd planen möchte, was muss ich schauen, wie viele Hunde brauche ich, ist meistens die Frage. Es gibt so Erfahrungswerte, 3 bis 6 Hunde pro 100 Hektar. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung von Thomas Huber, den Wildbiologen aus Kärnten, der bei den verschiedenen Schalenwildarten wie Rotwild, Rehwild und Schwarzwild schlicht und einfach unterscheidet. Und welche Hunde? Haben wir auch in der Keynote schon gehört, es hat sich in den letzten 10, 15 Jahren, gerade durch diesen Schwarzwildboom, hat sich das gewaltig verschoben. Es waren diejenigen, die schon mehr als 30 Jahre zur Jagd gehen und auch den Hund führen, wie es bei mir der Fall ist, schon über 40 Jahre mittlerweile. Du hast vor 40 Jahren, bist du mit dem Vorstehhund nur auf der Niederwildjagd gewesen. Wenn da Schwarzwildjagd war, waren ein paar Wachtel unterwegs und ein paar Terrier und das war's. Und mittlerweile hast du bei einer Schwarzwild-Riegeljagd sämtliche Hunderassen vertreten. Es kommen jetzt in den letzten Jahren schon auch die Bracken dazu, die hier teilnehmen an diesen Bewegungs- und Riegeljagden. Die Stöberhunde, Nona, die Bau- und auch die Vorstehhunde dringen immer mehr auch in das Bewegungsjagd beim Schalenwild, weil ja leider die klassische Niederwildjagd, also die klassische Feldsuche ganz, ganz stark zurückgegangen ist. Von der Anzahl, das ist wie gesagt eine Erfahrungswert, aber jedenfalls sollte man schauen, dass man mehr Qualität als die Quantität. Viele Hunde bringen nichts, viele Hunde bringen nur Unruhe in das Revier, aber wenn sie nicht jagen können, bringen sie auch nicht das Wild so richtig vor die Schützen. Wie schaut jetzt so ein Bewegungsmuster aus bei einer Stöberjagd? Wir haben heute schon sehr viel von Ortungsgeräten gehört. Ortungsgerät ist ein gutes technisches Hilfsmittel. Das Ortungsgerät ersetzt aber nicht einen Fehler, der der Hund in sich hat, zum Beispiel, dass er nicht selbstständig zurückfindet auf seiner Retourfährte. Beim Ortungsgerät kann ich halt feststellen, wie der Hund bewegt. Das ist ein Bewegungsmuster von einem Hund, der am Stand geschnallt wird. Der große Pfeil, das ist das Autofahren, und dann halt der Hund, halt der Hundeführer ist da postiert und der Hund kommt immer wieder zum Hundeführer zurück. Und das ist ein ziemlich hügeliges Gelände. Dadurch sind gewisse Flecken ganz einfach weiß, weil halt das Gelände nicht danach ist. Im nächsten Bewegungsmuster sehen wir das gleiche Bild von einem Hund, der vom Stand geschnallt wird, aber in einem Auwald. Da habe ich ganz anderes Bewegungsmuster. Der Hund kommt immer wieder zum Hundeführer zurück und verbreitet dadurch auch Unruhe bei Wildtieren oder bei einzelnen Stücken, die sich einfach abstellen. Es gibt Jagden, die haben noch die Methode, dass sie sowohl Stöberhunde, also vom Stand schnallen, als auch Durchgehschützen haben mit Hunden. Ja. Das ist die
ja, effektivste Revierbeunruhigungen, die macht ja jedes Wild hoch. Aber wie gesagt, das muss man halt gut überlegen, wie ich das anstelle. Wie viel Fläche jagt jetzt so ein Stöberhund, wenn er vom Stand geschnallt wird? Ungefähr um die 30 Hektar. Das kann man mit den Ortungsgeräten auch am Abend schön nachmessen, wo ist der Hund überall gewesen. Und wenn ich da mehrere Hunde so technisch erfasst habe, kann ich genau abbilden, wo waren die Hunde und vor allem, wo war auch das Wild. Wie schaut jetzt ein Bewegungsmuster bei einem sogenannten Riegler aus? Das sollte jetzt hoffentlich technisch funktionieren. Ja, da fährt der Hund noch im Auto mit und dann wird der Hundeführer dazukommen und dann werden beide sich in Bewegung setzen. Das ist jetzt nur ein Hundeführer abgebildet mit einem Hund. Wenn jetzt da zum Beispiel 3, 4, 5 Hundeführer mit Hunden wären, wird sich das ganz klasse überschneiden und man kann da wirklich nachvollziehen, wo sich das Wild bewegt. Ich verwende da das System vom Tracker, das zweite Ortungsgerät, das ziemlich ein Platzhirschiss ist, das vom Garmin. Und sowas schaut man sich, wie gesagt, dann nach dem Schüsseltrieb im Wohnzimmer zu Hause in aller Ruhe an und versucht nachzuvollziehen, wie hat sich die heutige Jagd, wie hat sich der Jagdtag abgespielt. In Stammbuch für jeden Hundeführer geschrieben, während der Jagd schaue ich nur nach, wo ist der Hund. Ja? Da schaue ich mir nicht an, wo ist er gelaufen und so, sondern das mache ich im Nachhinein. Wo ich starke Linien habe, hat man eine Bellfrequenz. Man kann da oben feststellen, wie schnell ist der Hund unterwegs, wie weit ist er weg. Gibt er jetzt Standlaut, bewegt er sich sonst irgendwie. Und so ein ähnliches Bewegungsmuster hätte ich auch bei einer Niederwildjagd, aber das geht mehr links, mehr rechts. Da habe ich leider noch nicht so die richtige Nachvollziehbarkeit feststellen können. Man kommt immer wieder, sieht man, dass der Hund den Kontakt zum Hundeführer sucht. Ich habe immer einen Stehsatz. Ich gehe mit dem Hund auf die Jagd und nicht der Hund mit mir. Das gilt auch beim Stöberhund. Beim Forstehund oder bei der Niederwildsuche sowieso auf alle Fälle, aber auch beim Stöberhund. Und ich habe mir gesehen, hier hat sich die Terrierhunde zusammengepackt und ist ein paar Stücken Schwarzwild gefolgt in dem Sinn. Der Hundeführer ist ziemlich weit weg. Der Hund verliert irgendwann einmal den Anschluss an das Wild, versucht wieder einen Anschluss zu finden, bekommt ihn aber nicht, aber kommt auf der gleichen Strecke wieder zurück. Ja. Und an wieder ein weiterer Stammbucheintrag für die Hundeführer, bitte nicht den Hund abholen. Bleiben Sie ruhig, warten Sie, dass der Hund zurückkommt. Ja. Wenn Sie das nämlich zu oft machen, gerade bei einem jungen Hund, dann merkt er, dann jagt er da raus und sagt, okay, ich weiß nicht weiter, ich bleibe sitzen, der holt mich ab. Ja. Der Hund muss wieder zurückkommen. Das Ortungsgerät ist nur ein Hilfsmittel. Es ist kein Ersatz für ein Fehlverhalten vom Hund in dem Sinn. Ja. Was muss ich bei der Planung beachten, wenn ich Jagdveranstalter bin bzw. Jagdleiter und mit einer Hundeführergruppe das vielleicht ausmacht, Verständigung der Jagdnachbarn. Wir haben immer wieder die Diskussion, wie weit darf der Hund in das Nachbarrevier jagen. Der Hund kennt natürlich keine Reviergrenze. Aber wenn ich weit jagende Hunde habe, dann schnalle ich die nicht unmittelbar an der Reviergrenze, sondern im Revierinneren, damit man da nicht zu viele Komplikationen mit dem Jagdnachbarn hat. Und die Hunde sollten bogenrein sein. Bogenrein heißt im Stöberhundefachbereich, er soll nicht zu weit über den Trieb hinausjagen, so irgendwann draufkommen, okay, das ist ja sinnlos, ich kehre wieder zurück. Ein Kontakt mit der Behörde ist zu einem Pfehl, wenn ich ein Revier habe, wo Straßen durchgehen, damit ich zumindest eine Geschwindigkeitsbegrenzung habe. Und mit einer Taufe Vorsicht Jagd, also nicht befristetes jagdliches Sperrgebiet, sondern da brauche ich einen Bescheid dafür. Hätte folgenden Vorteil, wenn hier ein Hund zufällig auf der Straße entlangläuft und eingesammelt wird, was heuer wieder passiert ist, der Hundeführer musste den Hund bei der Polizei abholen, hat aber eine Anzeige bekommen, weil die Dame, die den Hund auf der Straße eingefangen hat, obwohl er Schutzwesten gehabt hat, Telefonnummer drauf, der angerufen wurde, aber der Hundeführer hat nur noch mal eine Stunde gebraucht, dass er dorthin gekommen ist, wo der Hund war. Und wurde dann angezeigt und dank einer guten juristischen Betreuung wurde dieses Verwaltungsstrafverfahren dann eingestellt. Wer wurde angezeigt? Wegen mangelnder Aufsichtspflicht des Hundes. Ja? Obwohl der im jagdlichen Einsatz ist. Also wir haben mit solchen Dingen zu tun. Erinnert sich wieder an die Keynote vom Präsident Walch, der hat mir ein bisschen was vorweggenommen. Das Unverständnis der Bevölkerung sozusagen, wann ist ein Hund im jagdlichen Einsatz und wann nicht. Also diese Info an die Polizei ist durchaus sinnvoll, damit die Polizei auch weiß, okay, da findet eine Riegeljagd statt, wenn da ein Hund aufgelesen wird, brauchen wir keine Sorgen machen, das wird Gold gelöst und da ist bald der Hundeführer da. Tierarztbereitschaft ist
glaube ich, selbstverständlich, dass die organisiert wird, weil es kann immer wieder etwas passieren. Es muss nicht Kontakt mit dem Wild sein, es können auch andere Schnittverletzungen und so weiter auftreten. Nachsuchen Hundeführer. Einige Stöberhundeführer glauben, oder die mit ihren Hunden auf die Stöberjagd gehen oder beziehungsweise Riegeljagd, ich kann, wenn ich 2, 3, 4 Stunden mit dem Hund intensiv gearbeitet habe, auch eine Nachsuche machen. Das, glaube ich, ist nicht so ganz in Ordnung, aus folgenden Gründen. Wenn es eine kurze Nachsuche ist mit 100, 150 Meter, ist das wahrscheinlich kein Thema. Wenn es eine langwierige Nachsuche ist, ich darf nur erinnern an die Ausführungen von meinen Vorrednern, habe ich mit einem müden Hund nicht die Chance. Und was ist der große Unterschied zwischen dem Nachsuchenhund und dem Stöberhund oder dem Riegeljagdhund, der bei der Bewegungsjagd eingesetzt wird? Der Hund, der bei der Bewegungsjagd ist, vor dem Schuss, soll jegliche Fährte arbeiten, sowohl Gesundfährte wie Krankfährte, jegliches Wild, auf das er kommt. Der soll keinen Unterschied machen. Was soll der Nachsuchenhund machen? Der soll jegliche Gesundfährte völlig ignorieren. Die ist für ihn uninteressant. Er soll nur Krankfährten machen. Und ich habe bei einer Riegeljagd natürlich zahlreiche Verleitfährten. Weiters wären noch zu beachten, das geht mehr in Richtung von einem Jagdleiter, der da zuständig ist, die Schusszeiten der einzelnen Wildarten, Fütterungszeiten. Wir hatten im letzten Jahr eine Diskussion, wo schon eine Schneelage war, eine einigermaßen hohe. Hier sollte man nachschauen, ob wirklich jetzt diese Bewegungsjagd stattfinden muss und die Witterungsverhältnisse. Ein Thema zur Wildschärfe. Der Hund soll bei der Bewegungsjagd das Wild wirklich stark und scharf bedrängen. Er soll aber mehr Verstand, als wir Schärfe haben. Wie es der Professor Wunderlich zitiert, die blinde Schärfe. Also wenn der Hund aggressionsübermotiviert, blind angreift, gerade beim Schwarzwild, dann ist er einfach selbstgefährdet. Und wenn er selbstgefährdet ist, ist die Verletzungsgefahr gewaltig groß oder er kann vielleicht sogar zu Tode kommen. Und in der Evolution, in der Natur, würde sich solch ein Individuum nie fortpflanzen. Denken Sie bitte an die Jagdmethoden vom Wolf. Wie jagt der Wolf oder der Fuchs? Die Beutegreifer jagen mit null Risiko. Weil wenn dem was passiert, der führt keiner zum Tierarzt. Ja? Und das sollte man vielleicht bei unseren Hunden auch beachten, dass ich mehr Verstand als Schärfe brauche. Ja? Gerade bei der Schwarzwildjagd, praktisches Beispiel, wie der Wolf auch den Hund jagt. Ich weiß nicht, ob einige das Video kennen aus Schweden, bei einer Wolfsjagd, wo über eine Kamera mitgefilmt wurde, wie der Hund von den Wölfen ungefähr 2 bis 2,5 Stunden attackiert wird. Ja, bei der Niederwildjagd, bei den Treibjagden auf Niederwild, das ist vielfach schon aufgrund der Bedingungen eine böhmische Streife im Buschieren und Stöbern, leider in sehr wenigen Revieren nur mehr die klassische Feldsuche und hier die Feldsuche auf Rebhuhn. Also wenn Sie so dieses Vergnügen einmal haben, mit Ihrem Vorstehhund an so etwas teilzunehmen, sagen Sie alles andere ab. Das ist wirklich schon eine äußerste Besonderheit. Was ich noch als Stöberjagd bezeichnen würde, ist die Baujagd. Stöbern unter der Erde. Der Bauhund stöbert in dem Röhrensystem unter der Erde den Fuchs auf oder den Dachs. Man kann das übersetzen, wenn ich auf Schwarzwildjagd bin, im Schilfbereich oder in einem Brombeerschlag, habe ich auch verschiedene Wechseln und dann nehmen diese Hunde auch diese Wechseln an. Also ich würde auch sagen, dass die Baujagd der Stöberjagd unter der Erde ist und damit auch da sich der Kreis schließt. Bei diesem Foto werden jetzt einige wundern, warum macht er das? Planung Niederwildjagd. Ja. Ich bin ein gebürtiger Weinviertler, wie viele wissen. Mittlerweile bin ich ja mehr im Traisental daheim. Im Weidviertel ist es üblich, bei Niederwildjagden auf Traktoranhängern zu sein. Ne? Und wenn auf einmal zu viele Hunde da sind, dann sind alle oben auf dem Traktoranhänger. Und so viel zur sozialen Verträglichkeit, in dem Beispiel von unseren Vorstehhunden. Also da sind die Intimsphären der einzelnen Individuen schon mehr als wir eingeschränkt, wenn die übereinander stehen. Aber wir sind alle heil rauf und runter gekommen. Wir haben Gott sei Dank bei den Hunden den Vorteil, bei unseren Jagdhunden, wenn es um die Jagd geht, legen sie so manche Revierkämpfe einfach zur Seite. Zum Einsatz kommen da hauptsächlich alle Vorstehhunderasse, teilweise auch Stöberhunde, der Apportierhund natürlich bei der Arbeit nach dem Schuss und bei der Niederwildjagd ist halt die Führigkeit. Da ist dieser Satz, ich gehe mit dem Hund auf die Jagd und nicht der Hund mit mir, noch bedeutender als wie bei der Stöberjagd. Ja.
Das heißt, ein Niederwildhund, der ständig über dem Schussbereich der Flinte unterwegs ist, der ist schlicht und einfach unbrauchbar. Ne? Weil da komme ich überhaupt nicht so zu einem jagdlichen Erfolg. Ein weiterer Punkt ist die Sicherheit bei der Bewegungsjagd für den Hund selbst, sowohl bei der Niederwildjagd wie bei der Schalenwildjagd. Signalhalsband, Signaljacke ist bei allen Jagdorten schon ziemlich Standard. Vielleicht noch ein Ortungsgerät bei der Bewegungsjagd. Bei der Niederwildjagd ein Ortungsgerät ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil der Hund sollte ja nicht zu weit aus der Hand gehen. Auch wenn er mal einen Hasen weiter verfolgt, sollte er wieder hoffentlich zurückkommen, aber jeder, wie er individuell möchte. Was auf alle Fälle ganz, ganz wichtig ist, sowohl Niederwildjagd wie Schalenwildjagd, für alle Schützen, die am Stand stehen. Wenn Hunde hinter dem Wild her sind, ja, wenn da nicht genügend Sicherheitsabstand ist, bitte keinen Schuss abgeben. Wir haben fast jedes Jahr immer wieder Kalamitäten, wo das Stück vorne noch immer läuft und der Hund nicht mehr zurückgekommen ist, da bitte keine Schussabgabe machen. Ja. Und ganz, ganz wichtig noch, keine Halsung bei der Wasserarbeit. Immer wieder. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt so gemischte Sachen habe, wie Jagd auf Fasane und Feldhasen, da machen wir einen Trieb am Ententeich, dann muss ich halt vom Hund das Ortungsgerät runtergeben, die Signalweste ausziehen und so weiter. Oder wenn ich bei einer Schalenwildbewegungsjagd bin, eventuell vielleicht die Schutzweste runternehmen, wenn es zu viel Wasser ist. Aber Wasser, und da sollte am Hund nicht so rum sein, sonst hat man einfach ein Problem, wenn sich der irgendwo verhängt, da können sie nicht hinten nachgehen. Vielleicht noch ein Wort wegen der Schussabgabe, Fangschuss bitte nur der Hundeführer. Ja? Sie werden das vielleicht dann in dem nachfolgenden Vortrag hören, Fangschuss bitte wirklich nur der Hundeführer, der kennt seinen Hund, der weiß, was er zu tun hat. Okay, so Ähnliches habe ich erwartet. Wie führe ich einen Jagdhund? Für alle Hundeführerinnen und Hundeführerinnen selbstverständlich, bei jeglichen Zurückkommen sofort eine grobe Kontrolle, ob eh alles gesund ist noch bei dem Hund. Wenn Kontakt mit fremden Hunden ist, bitte schön den Hundeführer anrufen. Es gibt die Signalbänder über in die Westen, wo die Telefonnummer draufsteht, das wäre ganz, ganz wichtig. Bei Bewegungsjagden auf Schalen, wenn der Bauhund in den Bau einschläft, ja, bleiben Sie, wenn da zufällig das sehen, gehen Sie nicht dorthin und versuchen Sie, den Hund rauszurufen, das bringt nichts. Ja. Einfach merken, wo das war, der kommt dann eh wieder raus. Und schnallen an dem Ort erst, wo es vereinbart wurde. Auch aufpassen bitte, wenn Sie bei Niederwildjagden sind, in Straßennähe. Ja? Wenn ein angebleitetes Stück Niederwild über die Straße geht, ja, dann nicht gleich sofort den Hund hinten nachschicken, weil was kommt raus? Das Auto und der Hund werden sich wahrscheinlich auch treffen. So liegt in jeder Hundsnatur vom Jagdtalente eine Spur. Dem Menschen bleibt nur vorbehalten, dasselbe richtig zu gestalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, lieber Johannes Schisser, für diese Ausführungen. Auch hier, glaube ich, ein Plädoyer für Sicherheit, oder? Und vielleicht eine Frage nur zum Abschluss von mir, zu dem Spruch am Schluss. Das heißt, der Hund ist quasi der, der entscheidet und der das Talent zur Jagd hat. Wir unterstützen und begleiten, oder? Haben wir das richtig mitgenommen? Ja. Also aufgrund dieser über hunderte Jahre langen Jagdhundezucht, ja, diese jagdlichen Voraussetzungen, die einzelnen Rassen und Rassegruppen benötigen, ist das genetisch verankert. Es liegt in unserer Kunst als Hundeführerinnen und Hundeführer, diese Veranlagungen richtig zu fördern. Ja, das heißt, man sagt normalerweise, das Wesen ist 50% genetisch bedingt und 50% Umwelteinflüsse von außen. Und die Umwelteinflüsse von außen sind einfach wir als Menschen, wie wir den Hund prägen. Weil alles, was der Hund nicht kennt, macht er nicht. Das heißt, wenn der Hund Fehlverhalten, das ich von ihm nicht haben möchte, wenn ich ihm das nicht lerne, dann kennt er, wenn er das nicht kennt, macht er es nicht. Also auf die Idee kommt er selbst nicht. Nur eines darf ich nicht machen, ich darf den Hund nicht selbst überlassen. Wenn ich dem Hund sich selbst überlasse, dann erfindet er irgendwas. Dann wird er zum eigenständigen Jäger. Klingt logisch. Vielen Dank für die Ausführungen.